Ja, gut, dass uns niemand zuhört. Gerhard, der wollte ich auch gerade sagen. Wie gut, dass uns niemand zuhört. Oh, das ist dann das nächste Video, verstehst du? Ah. Genau, und für die Aufzeichnung muss man eigentlich ein paar Sachen sagen, damit er was zu aufnehmen hat. Das wäre so langweilig, ne? Genau, oder? Genau. Also Arschloch, Punkt aus, am Ende. Er ist ein Einzeller, ein ganz armer Kerl. Ja, ja, keine Freunde, keine Frau und immer onanieren. Seit wann haben ein Vollidiot auch was zu melden? Mensch, geh ins Bad und onanier. Das kann man beim Funk auch. Eine Vernunftentscheidung, Gratulation. Das kannst du vergessen, Alter. Ich überzeug dich, du wirst sehen, du machst das. Und dir wird das gefallen. Aber ich, er hat keinen Job, keine Frau, muss jeden Abend 25 Mal onanieren, es kommt nichts dabei raus, das ist sein Problem. Also, ja, das ist, muss ich sagen, bin ich sehr traurig über das. Ne? Ja, genau. Der Vater war ein Säufer und die Mutter war eine Hure, ganz einfach. Ja, willkommen in meiner Welt. Du bist ein Nazi. Ja, willkommen in Baden-Württemberg. Ja, halt aufs Maul. Idiot. Selber. Das scheiß Relais. Das komische Heidelberger Relais. Ja, wisst ihr selbst, was momentan auf Heidelberg los ist? Brauchst du dann den scheiß Arzt auf dem komischen Heidelberger Relais, da? Komm ich da noch rüber über den Vollposten? Was machst denn du eigentlich, wenn man muss Relais abstellen, den dann? Springst du dann aus dem Fenster? Oder irgendwie, wieso nicht? Ich geht kurz. Ach, zum Kotzen. Es ist zum Kutzen, gell? Ich kenn Kutzen, wenn ich die sehe. Auch mal wieder zum Kotzen hier. Ja. Ich kann das gar nicht sagen, ne? Ich kenne Kutzen, wenn ich das so jemanden sehe, ne? Zum Kutzen. Ach, du kennst. Die kennt dich wohl abkutzen. Ja, mich kurz zum Beispiel beim. Ach gut, wer war das? Also, wenn der als reinkommt, muss ich abschalten, ne? So Modulation, da kennt ich kutzen. Total scheiße. Okay. Na gut, wenn ich da nach einer Modulation als her, ne? Auf Bande wird mir fast schlecht. Da gibt es einer da in der Südpolz, ne? Der hätte noch nie in seinem Leben gescheite Modulation gehabt. Ayo. Da gibt es ganz andere Apparate, ne? Wo ich mal denke, ne, der. Hier ist er von Flemlinge, der Harald, ne? Oh. Ein Hirnverbrannte, ne? Nein, das nicht, der ist schon laut, ne? Ja, die Modulation ist dermaßen beschissen, gell? Und das hat man, glaube ich, schon 100 Mal gesagt, ne? Der kapiert es nicht. Der ist einfach zu blöd, für was zu erinnern, gell? Also ich verstehe nicht, dass man so blöd sein kann. Ich hab da nicht Avangulo gesagt, der hier zu Lübsche gesagt. Ja, so ist es, ne? Die Faulbrot, gell? Also es ist unglaublich, wirklich. Na, aber, tja. Die Faulenzer und die Arschlöcher, die werden ja geschützt bei uns. Sie sind ein Arschloch. Warum bin ich jetzt ein Arsch? Du Arschloch, schaffst's fort. So willst du mich verarschen? Ja, alles klar, vielen Dank. Und der Drücker ist Arschloch, Punkt aus, am Ende. Ja, ja, das war ja klar, dass er jetzt mit so Sprich kommt. Ich hab schon gedacht, er fängt dort zu kreien, ne? Lecks am Arsch. Ja, und du, für dich, du kannst in einer. Ach, in der Bootcamp hast du reingesteckt. Ihr wollt was über die Onnen sagen. Lieber Mann, das ist auch nicht so blöd wie der Onnen. Ah ja. Seid nicht so aggressiv. Mein lieber Freund, der aggressiv. Ich war schon wieder aggressiv. Mein lieber Freund. Wir kennen doch nichts dafür, dass du dumm bist. Danke fürs Mitleid. Ja, unser Odenwaldschlampe ist wieder langweilig. Muss doch schwer was an der Klatsche haben. Na, Odenwaldschlampe, wieder ein langweiliger Sonntag, ohne Frau, ohne Hobby, ohne Mama, ohne Papa. Nur noch Piep Piep machen, ist das dein Leben, ganz toll. Halt doch du dein Maul da drüber. Ach Gott, unser Odenwaldschlampe stirbt nicht aus, gell? Halt mal dein Lapp, du Wichser. Alter, glaubt du, Depp.
Kasper, das sollst du wirklich schämen. Herr Sammel, Herr, hast nichts anderes im Herrn? Geh doch auf der Abort und mach irgendwas. Ja, ja, das ist unser Odenwald Schlampe, der war vorhin schon vor lauter Langweil da abwechselnd auf der Karl Mitte des Heidelberg. Kann man hinter dir ins Herrn schießen? Ach, unser Odenwald Schlampe lebt da noch. Leute, ich sag mal gute Nacht, ich wünsche euch was, bis zum nächsten. Noch gute Nacht an die Odenwald Schlampe. Alter Schlappe, ich spreche zusammen. Der Trabant ist auch da. Das ist denn nicht so blöd, wird? Das ist so ein hirnloser Mensch, das ist unglaublich. Aber das ist halt wieder ein Dummschwätzer da im Hintergrund, gell? Also da müsste ich selber da mal ein bisschen an der Kopf langen, gell? Was das soll, dieses blöde Gebabbel da zwischendurch, ne? Also, Gehirn amputiert, gell? Entsprechend seinem Niveau angeguckt, ne? Und deshalb kommen so dumme Kommentare, so absolut unüberlegte, dumme Kommentare von einem dummen Menschen, wo hier dieses Relais mit seinem dummen Geschwall belegt. Dann geht's ab, Kollege. Ja, bei manchen muss die Frage, warum das nicht der Welt sind. Ja, es gibt schon unedige Menschen auf der Welt, da wirst du vollkommen recht. Egal, ob man es auf der Kalm mit sieht oder auf Bruchsal oder auf Heidelberg oder schon wo, so Sachen sieht man nicht über das Relais. Ja, das ist der komische Halsmensch, wo ich noch gehört habe. Ah ja, du siehst schon, dem Hans hat mal, da waren wir bei der Sängerknabe, ne, mit 15 oder mit 12 Hans ihm die Eier abgeschnitten, ne, dass er seine hohe Stimme beibehält. Ne. So ist es halt. Das wäre vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, wenn ich den oben noch. Ja, ja. Sicher, jetzt muss ich schon wieder einen Einwand bringen. So Sachen sich mal nicht von Marelle. Arschloch. Du hast doch echt einen am Seier. Und ich soll mal ein bisschen mehr Funkdisziplin lernen hier. So wie du und ich, gell? Drecksack. Ja, so. Ja, das ist wieder Schreihals-Contest. Hast du gehört? Ich versuche gerade 40 mal ein bisschen mich durchzumachen ohne Contest gejaule. Und die nächste 40 Tage ist auch jedes Woche ein Contest. So ein Scheißdreck auf Deutsch gesagt. Wir wollen ja miteinander ein bisschen kommunizieren und nicht den Kasper vom Contest. Dass ich mal jeden Wochenende diesen Contest-Dreck anhöre. Also doch Kasper lässt Theater. Man muss dann so ein Schreihals-Contest abends, Freitagabend um 12 Uhr anfangen und am Sonntag Ende sein. Weißt du schon, wenn ich dieses Wort Contest her, geht mir schon die Galle hoch, gell? Ah, da kann ich dann nicht mehr, weißt du? Ach, das ist doch ein weltweiter Lügen-Contest. Also, ich bin da wirklich, ich kann da nicht mehr her. Ah, Funke muss ein langweiliges Hobby sein, die Leute kennen, ohne den Drecks-Contest miteinander schwätzen, die müssen immer Contest reinschreien. Also, Herr, das geht mir auf den Sack, Herr. Da lasst du da so ein mega abgefuckte Schreihals-Contest auf 40 und 80. Kein Kotze. Es ist zum CQ-Kotztest, sage bloß CQ-Kotztest. Was anderes kann ich nicht mehr sagen zu dem Scheißdreck. Ich muss es auch mal so deutlich sagen. Das Letzte, oder? So ein absoluter Scheißdreck. Ja, das ist, finde ich, so schlecht, also echt. Aber der Club macht, so. Der Club macht doch die Politik. Der Blunatal Club da, Mensch, da oben, da, mittel in Deutschland. Ja, der Taubenzüchterverein. Ja, ja, genau. Ach, das ist der allerletzte Lade, Herr. Das ist echt, das ist furchtbar. Das ist furchtbar, einfallslos, einfach. Das ist einfach nur Scheißdreck. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Egal, ich hab's schon so oft gesagt, ich kann eine Balle Band aufnehmen und ablaufen lassen. Oh, noch 5 Minuten habe ich abschalten müssen, du schon schwer mal so hochkommen. Was soll ich da? Das gebe ich mir nicht. Ich mache lieber was anderes. Ich gehe in die Kneipe, lass mich vollsaufen, da habe ich was davon. Da weiß ich, wo das Geld hingekommen ist. Ich meine, das doch schöne Zeiten. Als du noch einigermaßen nüchtern warst und man mit dir QSOs fahren konnte. Alter, was Spacke. Unglaublich, ne?
Thema Nummer 1, Modulation. Ach Gott, hat er 5 Minuten lang, hat er da, oder noch länger eigentlich, aber ich habe dann abgeschaltet, weil ich hätte kurz kennen. Ich war wirklich hart dran, mich reinzumelden und ihn zu fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Wirklich, es war kurz davor, aber habe ich gedacht, komm, irgendlosen, der braucht's. Der hat da seine Bestätigung in dem, was er macht, ne? Losen sein Ding da, ne? Zerstöre ihm nix. Ne? Ich hätte meine Hose gepisst verlagert, aber ehrlich. Mit dem alten Nazi hast du gepumpt. Du kennst ihn auch. Der Märchenerzähler da. Aus Flemlingen, ne? Das meinst du, normal kommt Scheiße oben raus, dann ist ja nicht mal temporär Scheiße unten rausgekommen. Ja, es ist nicht so, ne, da, also, Leute, es ist also manchmal schon, ich hab da nochmal ausgeschaltet. Ich war nämlich, ich geh dann alles wieder auf Heidelberg, weil Karl mit allerweil so schlecht auf Palme heute. Aber das, was dort allerweil gang und gäbe ist, und allein unterhalten, wenn sie nicht und Rudel so täten, wäre sie noch gut, nicht? Aber, dann zieht ja die Schmäßmige ab wie ein Haufen Scheiße. Dann pass auf, das ist ja so, ne, dass der die Schmäßmige oder Schmäßmige anzieht, wie ein Haufen Scheiße, das liegt dort dran, weil er genau so ist wie der Haufen. Und wenn es ein Stückel Scheißdreck ist, wo sie mal geschissen haben, weißt, dann malen sie dann den Scheißdreck nach und sagen sich, das war mein schönster Haufen, den ich geschissen habe. Oh Mensch, bist du so ein armseliger Mensch, Herr. Ach du lieber Gott, Herr, also ich würde mich schämen, wenn ich so ein, ach, wie soll ich sagen, dass ich es richtig verstehe. So ein asoziales Leben führen müsste wie du. Lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott. Schwule, Genervige. Das ist der Amateurfunk. Nee, ehrlich? Und du? Gott, ach Gott. Was da wieder los ist, ja. Ist das geil. Der Kasper im Hintergrund. Ich muss jetzt nur lachen. O Herr, wir rufen dich an. Lass Hirn regnen. So, ihr Funkamateure.